Ich hab jetzt diese ganze Nummer. Benti! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlossrezepte mit der Steffi und dem Benji. Und heute machen wir eine, man kann es auch als Vorspeise essen, ne? Ja, ja, ja. Und zwar was ganz was Leichtes, Käseauflauf. Von Marianne H. Von Marianne H. Wer war Marianne H.? Keine Ahnung. Irgendeine Köchin bei euch. Wahrscheinlich, ja. Marianne H. Wie viel Verschleiß hattet ihr eigentlich so? Also gab es immer eine Köchin, die dann sozusagen das ganze Leben, also bei deinen Eltern war das ja noch ein bisschen herrschaftlicher als bei dir, du bist ja eher ein bisschen easy. Aber bei deinen Eltern, wie viele Köche wurden da so verschlissen? Wenige. Ja, ja, wenige. Also wir hatten, glaube ich, 20 Jahre lang war Roswitha bei uns. Und Roswitha war eigentlich eine gestrandete Klosterschwester. Ach ja? Und ist aus dem Kloster ausgetreten, weil sie nämlich in einem Kloster war, wo, da war eine Schule dabei, glaube ich. Aber Roswitha hat dann schmutzige Witze erzählt und ist mit den Schülern, hat sie auf den Tischen getanzt und daraufhin haben sie von den Schülern weg und dann sollte sie in die Altenpflege, hat sie gesagt, das kann sie nicht machen. Und kam dann zu uns und war dann, ich glaube, 20 Jahre bis zur Pensionierung bei uns. Mit schmutzigen Witzen ist man bei euch ja auch gut aufgehoben. Tada! Mit der Roswitha haben wir auch einiges erlebt hier. Leicht wird das hier nicht, was wir heute kochen. Nee. Aber du hast du das schon mal gegessen? Ja. Ja, ja, okay. Hab schon gegessen. Käseauflauf hat sie. Ja. Was brauchen wir? Mehl? Mehl, Käse, Butter. Natürlich. Eiweiß, 3 Senfgläser Eiweiß, 3 Deziliter Milch. Weißt du, warum? Ich verstehe das nicht mit diesen alten Rezepten. Können die nicht einfach irgendwie mal sagen, so und so viel? Auch, ich finde auch 3 Senfgläser. Aber jetzt, was machen das wir machen zuerst? Wir gehen jetzt mal, du schlägst jetzt das Eiweiß. Du trennst jetzt mal wieder Eier. Ich trenne Eier. Also wir haben jetzt 2 Senfgläser voll Eiweiß. Wenn ich mir denke, aus welcher Zeit das Rezept stammt, dann ist das diese mittelscharf. Senf, den man immer in diesem Senfkristall, das hat ja jeder aufgehoben, jeder hat ja daheim dann dieses Senfkristall gehabt. Also ich würde das ganz voll, würde ich sagen, sind 2 Senfgläser. Mach mal. Und machen wir beide. Da kommt das Eigelb rein und da kommt das Eiweiß rein. Also da schlägst du es dran, wir müssen ja messen. Da Eiweiß, Eiweiß. Was? Da Eiweiß, du musst ja messen, Benji. Hast du es verstanden? Ja, aber das ist ja super kompliziert, da geht ja alles daneben. Du schaffst es. Nein, du wirst doch schaffen, da das Eiweiß da in das Glas reinzubringen. Siehst du? Und das Eigelb heben wir auf, das tun wir da rein. So, auf geht's. Soll ich dir helfen? Ja. Ja. Schau mal, irgendwie. Nicht schon wieder. Der Benji. So, jetzt pass auf, schau her. Eiweiß da rein. Zack, zack. Zack. Wir brauchen 3000 Eier für 2 Senf. Nein, gar nicht. Ich guck. Hattet ihr eigentlich auch mal sowas wie Hühner hier? Also war das mal ein Bauernhof? Nee. Hühner hatten wir nicht. Wir hatten ja wahnsinnig romantisch gefunden. Ne? Wir hatten Steffi, kleinen Steffi, auf dem Weg in den Hühnerstall. Nee, wir hatten Kühe. Ach echt? Ja, ich hatte eine eigene Kuh. Wie hieß die? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jeden Tag haben wir Milch geholt im Stall und haben dann die frische Milch getrunken. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und wenn jetzt das Eigelb kaputt geht, dann hau ich dich. Dann haben wir nämlich echt ein Problem. Ich hab's doch gesagt. Aber ich hab's gerettet. Du hast es noch rüber gerettet. Ich glaub's nicht. Andere Leute hätten da jetzt eine Katastrophe fabriziert und ich wäre aus diesem Schloss geflogen. Richtig. Das war jetzt, weißt du was, das war jetzt Dramaturgie. Dramaturgie des Alls. Geplante Dramaturgie. So, tschüss. So, okay, Benji, kommst du? So, ich bin fertig geschlagen. Ja, ich bin jetzt hier. Brauchen wir 100 Gramm Mehl und 3 Deziliter Milch. Was sind 3 Deziliter? Das ist auch schon wieder sowas. Also hier haben wir, geht das hier also vielleicht irgendwo Dezi auf diesem Ding? 3 Dezi heißt ja... 10 eigentlich? 10 Dezi? Deziliter 10, 30 Deziliter Zehntel, sind 30 Zehntel, 300, 3, 30, das sind 300 Milliliter. 300 Milliliter, so. Und das müssen wir zum Kochen bringen.
So, nehme das alles weg und jetzt 300, ja, Rinder mit. Und da sagt sie jetzt gekocht, Mehl in Milch. Jetzt aber muss gekocht, noch ein bisschen warten. Gekocht, verrühren, Salz, Pfeffer und Muskat unterschlagen. Das können wir jetzt schon machen. Salz? Willst du mal salzen? Ja, ich salze. Ich pfeffere. Und du muskatest. Aber bei Muskat muss ich auch passen bei dir, weil du liebst Muskat. Ich liebe Muskat. Muskat ist das Beste. Brokkoli auch mit Muskat. So, jetzt warten wir, bis das kocht und dann müssen wir das Mehl reinrühren. So, warte, ich rühre das jetzt erstmal hier. Aber das ist ja eine nette Vorspeise, wenn man nicht zu viel isst, oder? Man kann es natürlich auch in Förmchen reinmachen, also in Einzelförmchen. Wenn es ganz edel sein soll. Wenn es ganz edel sein soll. Aber, und dann kann man das natürlich garnieren mit Salat oder irgendwas. Ich glaube, es kocht, oder? Nee. Nicht? Jetzt, es kocht, Hilfe! Ja, nicht Hilfe. Jetzt, rein damit, komm. Ist es richtig, was wir jetzt gerade machen? Ich glaube schon. Rühr, 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 damit es keine Klumpen gibt. Oh. Ist diese Masse, soll die so sein? Bis die Masse dick wird. Also die ist sehr dick. Neben dem kannst du einen Tod schlagen mit. Vielleicht hat das doch nicht gestimmt mit den 30 Dezilitern. Benti! Jetzt kommt die Butter dazu. Jetzt ja, das jetzt zum Glück. Flüssig. Wäre gut. Komm, reiner mit. Wie viel denn? Einfach 20 irgendwie. Gramm. Egal. Das sind doch keine 20 Gramm. Sondern was ist das? Ist egal. So, los, rein damit. Also, zum ich weiß Kochen. Auch nicht, ob das hier was. Die Masse, na, drunter mischen. Was? Dann den geriebenen Käse. Stimmt das mit den 3 Dezilitern? Also, ich würde sagen, wir haben unseren Preis für den Fail des Tages. Wir machen da jetzt noch ein bisschen Milch rein, fertig aus. Mach da mal ein bisschen wärmer, wir retten es. Aber nicht zu viel Milch. 3 Deziliter, was ist das auch für ein Scheiß? Jetzt haben wir den Salat. Müssen wir noch den Käse drauf machen. Nicht Salat, sondern Käse. Ja. Jetzt kommt ja überhaupt noch der Käse rein. Was mache ich jetzt zuerst? Ja, das weiß ich auch nicht. Was steht denn da? Ja, der Käse dazu. So, also da heben wir jetzt den Käse drunter. Ich bin etwas ratlos gerade. Lass es uns halt versuchen. Der Käse, der schmilzt ja auch noch. Ja. Hau rein. So. Das wird alles. Na, das mag der Ofen immer nicht. Oh Gott. Schüttelst du einfach noch mal Milch? Ja, du musst da nicht rein. Nein. Das wird immer schlimmer. Was ist das? Ja, jetzt. Also das ist ja muss ein Milch blödes rein. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich... Ich muss das Rezept umschreiben. Das heißt dann nicht mehr nach Milch. Marianne H., sondern nach... Nee, die Marianne kriegt halt wirklich einen auf den Deckel, falls sie noch lebt. Ich glaube, die rolliert gerade im Grab. Hau rein, den Milch. Ja, nämlich jetzt wird's... Ich glaube, das ist jetzt so... Ja, und dann muss man ja das Ganze mit dem Eiweiß noch... Oh Gott. Ich buttere jetzt mal die Form. Ja, das ist ja was Schönes. Es steht nämlich da, Butter. So, und ja, was? Ich schütte jetzt das ins Eiweiß rein. Irgendwie. Ja, das muss er wieder drunter heben. Ich habe da immer Angst. Ja, mehr kaputt kann man nicht machen. Ja, stimmt. Muss man mal meine Hände waschen. Und das soll auch heiß drunter gehoben werden, ne? Ja. Also ich verlasse mich jetzt auch gar nichts mehr, was da drin steht. Das ist alles irgendwie hui. Also, Leute. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja. Oh, aber das vermischt sich schon. Guck mal, wie ich es unterhebe. Ja, ja. Man kann ja auch dann mal ein Rezept, das man nicht machen soll. Ja, beziehungsweise vielleicht hat irgendjemand zu Hause eine Idee, wie man es macht. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Man weiß es einfach nicht. Muss man mal abschmecken, ob genug Salz drin ist. Also ich glaube, Eischnee haben wir genug. Ja, aber du musst es ja drunter heben, voll. Das muss ich ja in eine. Vielleicht haben wir es doch falsch. Wir hätten das doch vielleicht nicht so flüssig. Doch, das geht ja ins Rohr jetzt.
Dann macht's alles besser. Ja, weil das macht's hart. Oder so, dass es dann aufgeht, weißt du? Okay. So, also jetzt ist es eigentlich ganz, also von der Konsistenz ganz gut. Braucht mehr Salz. Was? Nicht mehr Salz. Wirklich sowas Bayerisches, dass es kracht. Moment, können wir noch ein bisschen Salz? Ja, sonst schmeckt's ja nach nichts. Ja, ja. So. Ist ja nur auch nur 13 Kilo Käse drin. So. Nee, 150 Gramm. Und 3 Deziliter jetzt, Milch, aber ich glaube sogar, jetzt ist ein halber Liter. Ja, ein halber Liter drin, mindestens. Mindestens. Aber jetzt ist es von der Konsistenz eigentlich ganz gut. Ja, ich finde auch, oder? So, und jetzt muss das Ganze, das Rezept schaut aus, muss jetzt eine Stunde in den Ofen mit 160 Grad. 160? 90, Entschuldigung. So, jetzt so. Ta-ta-ta. Ich finde, der sieht super aus. Also dafür das, wir als ich bin sehr gespannt. Ich gebe dir das mal, du darfst es verteilen. Ja. Wahrscheinlich fällt er uns jetzt komplett zusammen. Wow. Darf ich dir das Käseauflauf, oder? Das ist Käseauflauf. Das kann man eben auch in kleine Förmchen machen, aber ja, für die. Also wir hatten da echt, ich bin wirklich gespannt, weil wir hatten da leichte Probleme mit. Leichte Probleme? Das war ein, aber es riecht nach Käse. Käse. Übrigens, das ist die Sophie, das ist die älteste Tochter von Steffi. Die wird heute mal probieren, was wir da so gezaubert haben. Eigentlich dürfen wir gar nicht verraten, dass wir Probleme haben. Wir müssen sie eigentlich erst mal probieren lassen. Dann erkenne ich die Probleme wahrscheinlich. Oder nicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist er super schön aufgegangen. Ja. Man muss ihn natürlich dann sofort servieren, damit er nicht runtergeht. Ja. Okay, ich bin ja gespannt. Mmh. Hey, boah, schon ist warm. Also ich finde, der ist gelungen. Ich habe ihn noch nicht probiert. Sophie, das sagst du? Also geht's so oder? Gut, oder? Ja. Bisschen mehr Käse vielleicht, oder? Mehr Käse? Mhm. Ja. Ich finde ein bisschen Tick mehr Käse. Ja. Sophie ist übrigens eigentlich die Köchin von den ganzen Geschwistern, oder? Also du bist die am besten kocht. Mhm. Am besten, ja. Oder am liebsten. Am liebsten. Ja. Weiß ich am besten. Und am besten auch. Am besten. Beurteilen. Mhm. Ich glaube, wenn man es jetzt irgendwie auf einem, wenn du ein großes Essen hast, kann man es noch ein bisschen ein bisschen dekorieren mit Grün und so. Genau. Und vielleicht auch in so kleine Soufflé-Förmchen machen. Aber am Ende ist es super und es war jetzt nicht mega aufwendig. Mhm. Und das mit den 3 Deziliter Wasser, Milch, das muss man noch irgendwie. Mhm. Cheers. Cheers. Trinken wir auf. Danke für deine Expertenmeinung. Danke. Cheers. Cheers.